Und ich würde jetzt sehr gerne in eine Wüste gehen. Ich würde sehr gerne in eine Wüste gehen. Jetzt nach dieser schneebehafteten Landschaft. Kann hier nicht mal eine Wüste? Mindestens noch eine Wüste. Nee, nicht mindestens. Oder wenigstens. Na, ist ja das gleiche. Aber kann hier nicht mal eine Wüste noch kommen auf dem Rückweg? Ich meine, wie weit ist denn das jetzt noch? Wenn man jetzt so geht, bewegt der sich denn schon? Der bewegt sich schon ganz langsam, auch wenn ich gerade gehe. Das heißt, so weit sind wir nicht unbedingt weg. Aber hier ist verwunderlich wenig Wasser. Also ich meine jetzt Ozean. Wasser findet man ja so oder so hier irgendwo mal so, kleine Pfützen mäßig. Aber ozeanmäßig ist hier rechts eigentlich gar nichts. Schon ärgerlich mit den Karotten. Daher wollte ich doch einen Schneemann bauen. Und dem eine Nase anbauen. Und mit zwei Karotten hätte ich denn wenigstens noch was anderes. Nee. Also eine zweite Nase meine ich natürlich. Oh, wie kommt das hier hin? Danke. Musste ich mir nicht die Arbeit machen. Und einmal diese Taste drücken. Da wird einem das gleich vor die Füße geworfen. Oh, es wird schon wieder Nacht. Aber komm, die Sonne ist noch nicht ganz untergegangen. Ach, la. Weißt du was? Dann gehe ich jetzt mal pennen. Unter dieser schönen Tanne. Und dann gucke ich mal ganz schnell. Ganz fix gucke ich dann mal. Aha. Okay. 45 GB haben wir noch, das heißt, wir könnten theoretisch, wenn wir lustig sind, könnten wir jetzt theoretisch noch ein bisschen aufnehmen, weil wir haben ja gerade, was, eine Dreiviertelstunde? Naja, obwohl, doch, 60 GB ungefähr. Naja. Mal schauen, was die Platte sagt, wenn ich bei einer Stunde bin. Weil Fraps ist ja auch ein sehr ressourcenfressendes, nein, nicht ressourcenfressendes, sondern speicherfressendes Programm. Aber das ist auch das Gute an Fraps, weil die Dateien sind so groß, weil die ja das 1:1 speichern. Glaube ich zumindest. Also ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen. Ich weiß nicht genau, ob es 1:1 ist. Oh, wenn man springt, ist man schneller. Aber dann passiert wieder das, dass ich hier hängen bleibe. Fraps, das speichert ja 1:1. Das ist ja dieser AVI-Format, glaube ich. Der speichert ja 1:1. Und demzufolge sind die Dateien auch schön groß. Wenn man dennoch noch in 1920x1080p spielt. Oder in diesem Format halt. Dann ist das schon eine ganze große Bämme, die da denn entsteht. Wovon ich jetzt auch eine schön große Bämme hätte, wäre von einer Wüste. Eine schöne große Bämme-Wüste. Aber irgendwie ist hier keine einzige. Das gibt's nicht. Keine Karotten. Kein gar nichts. Außer Kartoffeln. Ja gut, ich meine, ich kann mich nicht beklagen. Ich habe wenigstens Kartoffeln, aber es hätte sich zu 100% gelohnt, wenn ich wenigstens noch Karotten gefunden hätte. Aber das ist ja nicht der Fall. Plitsch, platsch. Durch den schönen Stadtschnee. Der Stadt weiß schon grau ist. Und teilweise braun. Oh. Da wäre gerade fast mein Tod gewesen. Einfach dran vorbeigeschliffen. Diesmal habe ich den Krater nicht betrachtet. Ist ja immer das Gleiche. Natürlich hätte es jetzt auch sein können, dass da unten Diamanten sind, aber unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich. Wenn wir keine Karotten finden und kein einziges NPC-Dorf, gegebenenfalls mal eine Wüste, dann wird auch auf dem Boden des Kraters keine einzige
Diamanten. Kein einziges Diamantenvorkommen oder Erz sein. Das kann ich schon mal vergewissern. Nicht vergewissern, sondern das kann ich schon mal sagen. Oh, das ist ja auch cool. Da juckt. Oh, mein ganzes Gesicht juckt. Als wenn da gerade so ein Schwarm Mücken oder so rangekommen ist und mit einmal... Als wenn hier die Tankstelle bei mir im Gesicht... Die hat sich um eine Kommazahl vertippt. Jetzt wollen sie da alle hin. Ja, ich weiß auch nicht. 50 Stunden reden... 50 Minuten reden, da... Schalten denn schon ein paar Synapsen aus im Hirn? Und die meinen denn einfach mal so irgendwie Scheiße zu erzählen? Kommt ja des Öfteren vor. Oh, ein Kürbis. Oh, mehrere Kürbisse. Die Armee der Kürbisse. Ich habe sie ganz locker umschwungen. Umgangen. Ich will eine Wüste. Ich möchte eine Wüste, Map Generator. Ich glaube, ich habe einfach nur eine extrem geile, in Anführungsstrichen, Welt bekommen. Also jetzt geil in Anführungsstrichen natürlich. Was ist denn los? Mein ganzes Gesicht juckt schon wieder. Ich glaube, ich weine gleich. In der dunkelsten Ecke in meinem Zimmer werde ich gleich weinen, weil wir keine Samen gefunden haben. Keine Karotten. Samen. Samen gibt es hier, glaube ich, sehr viele. Warum haue ich überhaupt die ganze Zeit mit dem Schwert? Warum habe ich das überhaupt die ganze Zeit in der Hand? Oh, ich nehme mal den Bogen in der Hand, ist mal was Neues. So die ganze Zeit rechts im Bild. Natürlich könnten wir auch einmal so machen. Aber ich glaube, das ist schöner. So, jetzt habe ich irgendeine Taste hier gedrückt. Es kann auch sein, dass ich was fallen gelassen habe. Aber natürlich ist das nicht so. Weil so kann man schöne Thumbnails raussuchen, wenn ich jetzt hier so mache mit F1. Allerdings ist das ein wenig blöd mit Kompass. Das ist natürlich blöd jetzt, ne? Ach komm, dann mache ich hier die GUI wieder an. Dann nehme ich mal zur Abwechslung den Kompass in die Hand. Wenn wir jetzt so gehen würden, dann würden wir Richtung Spawnpoint gehen. Aber wir wollen ja hier noch lang gehen. Auch wieder mal in der Hoffnung, eine Wüste zu finden. Auf Eis habe ich so das Gefühl, dass wenn man springt und rennt, dass man dann extrem schnell ist. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Ich glaube, man ist auch generell, wenn man rennt und springt, schneller. Auch wieder schönes Lied. Das passt auch wieder gut zu der Winterlandschaft. Hui, hui. Au. Schafe. Zeigt mir die Richtung zur Wüste. Da müsste ich denn ja, wenn dann, auf Vögel achten. Die fliegen ja immer in Süden. Aber hier ist ja alles irgendwie nicht zusammenhängend. Ah, da sehe ich Kürbisse. Ach, nicht Kürbis. Da sehe ich Kürbisse. Und natürlich Kakteen. Ja. So, hier haben wir jetzt mal wieder die Chance, ein NPC-Dorf zu finden. Gleichermaßen haben wir aber auch die Chance, uns wieder mal zu blamieren. Oh. Das wievielte Mal? Das dritte Mal jetzt schon. In diesem Jahr. Haben wir hier schon wieder Lava gefunden. Dann noch an der Oberfläche, muss man dazu sagen. Yeah. Fühle mich jetzt um ein vielfältiges Mal besser. Wo ich diese schöne Natur zerstört habe. Oh, hier habe ich mich schon gefreut. Was ich jetzt allerdings mal mache. Ob ich da mal drauf... Nee, das mache ich lieber nicht. Can you please fall down? Ja. Und hier bitte auch. Na gut, das war jetzt nicht so spektakulär. Da müsste man mal so richtig so einen extrem großen Berg
mal mit MC Edit oder so machen, weil dann schweben die ja alle automatisch. Nö. Warum ist denn jetzt von hinten schon wieder das Ende? Das kann doch gar nicht sein. Da freut man sich mal, dass man eine Wüste gefunden hat. Und dann ist hier schon wieder kein NPC-Dorf. Ich gucke jetzt mal da hinten. Aber ich muss natürlich aufpassen, dass ich hier... Huch, was war das denn? Ich muss natürlich aufpassen, dass ich hier alles im Blickfeld behalte. Oder nicht im Blickfeld, sondern dass ich die Orientierung behalte. Dass ich jetzt hier nicht irgendwie wieder in eine ganz andere Richtung gehe. Aber auch hier keine Spur von Leben. Ein Tempel oder eine Pyramide wäre auch ganz toll, aber eine Pyramide ist, glaube ich, extrem selten. Und da muss man auch wirklich schon extrem großer Lacker sein, um sowas zu finden. Aha, aha. Why is there obsidian? I don't understand why it is so. Wo ist denn hier überhaupt meine Musik hin? Aha, aha. Warum ist denn das? Na gut, dann verstumme mal. Was sehe ich da? Was sehe ich da? Was sehen meine gierigen Augen da? Oh. Oh. Also, Pro-Gaming-Skills an. Da muss man schon wirklich ein großer Lacker sein, um eine Pyramide zu finden. Heißt es. Erzählen die Legenden. Also, ich will jetzt nicht sagen, aber... Das ist schon... Ich sollte öfter mal von irgendwelchen versteckten Sachen reden. Aha, aha. Ich war bisher nur ein einziges Mal in der Pyramide drinne. Und demzufolge weiß ich jetzt auch nicht über die Gefahren Bescheid. Ich weiß ja nur, dass hier Fallen sind. Achso, warte mal. Das ist ja das, was hier eingegraben war, wo jetzt hier... Was war das denn gerade? Aha, aha, interessant. Ich merke gerade, dass ich Harndrang bekomme. Ich weiß nur, dass jetzt hier unten, da ist ein Trittschalter und eine Menge Kisten. Oh ja, nicht zu verwechseln mit den kuscheligen Kissen. So, na dann graben wir uns mal nach unten und gucken, was wir da so finden. Ich will aber... Soll ich auf den Trittschalter? Soll ich auf den Trittschalter? Also, ich habe so das Gefühl, dass... Na, man weiß es nicht. Weil ich weiß nur, dass hier Fackeln... Fackeln. Dass hier nur... lauter... Fallen sind, aber... Oh, Diamant! Okay. Nichts Atemberaubendes und nichts Atmenberaubendes. So, jetzt würde ich aber trotzdem gerne mal wissen, was... Ich möchte es eigentlich eher doch nicht wissen. Ob ich einfach mal drauf trete und ganz schnell hochrenne. Nicht, dass jetzt hier irgendwie Sand von oben kommt, aber das kann ja eigentlich gar nicht. Weißt du was? Weil gerade du dich fragst, oder wahrscheinlich sagst du ja gerade, tritt nicht drauf. Deswegen mache ich jetzt mal eine kurze Aufnahmepause, weil ich mal pieseln muss. Und ich verspreche euch, dass ich jetzt nicht bei Google gucke, was diese Schalter machen. Und deswegen sage ich, bis zum nächsten Mal oder bis gleich. Hallo und willkommen zurück zu der wohl spektakulärsten Höhlenforschungsserie im deutschen Fernsehen. In der letzten Woche haben wir hier einen Tempel erforscht, den wir bis aufs Äußerste auseinandergenommen haben und wohl das Wertvollste geplündert haben. In diesen Kisten befanden sich unter anderem Diamanten, Goldbarren und Eisenbarren. So, und heute, in dieser Folge, wollen wir nichts anderes machen, als diesen Trittschalter zu benutzen. Es kann ja nichts unbedingt Schmerzhaftes passieren. Wir gehen einfach drauf los. Warte mal. Man könnte sich ja mal ein bisschen spoilern. Oh, Mann. Ich hätte es wissen müssen. Eine Finke war das. Eine ganz böse Finke. Was ist denn, wenn wir jetzt hier...
Aha. So ist das also. Da wollen die einen hier ganz mies und hinterlistig, wollen die den hier in die Luft jagen. Den Trittschalter. Ach komm, den lassen wir hier, die Blume genauso. Hm, haben wir zu dem TNT gefunden. Mal schauen, was wir damit machen. Die Kisten lasse ich jetzt einfach mal hier, der Schönheitshalber. So, hier, den Sand kannst du auch haben. Alter, muss ich jetzt mal vorstellen, ich wäre auf den Schalter gegangen. Das wäre nicht so... Nicht so blütig wäre das ausgegangen. So, da, komm, machen wir hier in der Mitte zu. Hm, warte mal. Warum nicht? Ich nehme jetzt einfach hier mal die Wolle mit. Warte, wie machen wir das? Hm, Sandstein. Die machen wir jetzt hier einmal mal drunter. Damit die Wolle auch sanft in unser Inventar geleitet. Wir wollen sie ja nicht unbedingt fallen lassen. Aber das ist echt schon mies mit dem TNT. Also hätte ich es jetzt nicht gewusst, dann wäre ich wahrscheinlich tot gewesen. Der Gedanke lässt mir schon eine große Gänsehaut über den Rücken jagen. Mit groß meine ich riesig. Also man könnte es schon mit Windpocken verwechseln. Die Gänsehaut. So, haben wir gleich noch ein bisschen Wolle, orange Wolle. Wolle Petri. Jetzt kommt natürlich die Frage, wie und wo kommen wir hier raus? Hier etwa? Hier etwa? Wir könnten natürlich jetzt die Pyramide auch komplett auseinandernehmen. Ich hoffe, das war im Lied. Weil sonst würde ich mir jetzt einen groß kleinen Berg in die Hose setzen. Hat sich aber auch schon ein bisschen krass angehört gerade, aber ich glaube mal, das war ein Lied gewesen. Oh, es war Nacht. Es ist Nacht. So, haben wir hier eine Wüste, in der Wüste, eine Pyramide gefunden. Also, ich kann es nur oft genug erwähnen. Man muss schon extrem großer Lacker sein, um eine Pyramide zu finden. Ich will jetzt aber auch nichts Falsches sagen. Aber wir haben zugleich ein Wüstendorf gefunden. Juhu, ich freue mich. Was ist das überhaupt für ein Lied? Das habe ich eigentlich genommen, weil sich das so... Machen wir mal einen weiter. Das kann man ja keinem antun. Ah, das ist schon schöner. Okay, hier ist wohl ein wenig mehr Agrarwirtschaft. Bitte. Da sehe ich Kartoffeln. Möhren! Kartoffeln? Hä? Das erinnert mich an Portal. An Miss Glados. An Glados. Natürlich.